Wie lebt man so mit dem Wissen, wirklich mit dem Wissen, jemand anders ganz gezielt und ganz bewusst sein Zuhause zu zerstören? Und warum hat die andere Person, die ja wirklich normal war, wo ich dachte, oh Gott, der arme Kerl, der wird so genötigt und gestresst, warum hat er nicht gesagt, ich mache da nicht mit? Dieses Wort, ich mache da nicht mit und dann auch zu handeln, ich mache da nicht mit, ist so leicht. So leicht ist dieses Wort, ich mache da nicht mit. Aber anstattdessen hat er weiter ausgebaut und weiter ausgebaut. Sonntag, 18.04.2021, morgens um 7 ist die Welt bei mir noch nicht in Ordnung, denn ich erlebe tagtäglich den irren Wahnsinn, ja, den Menschen angerichtet haben, die scheinbar irgendwie ein geistiges Problem haben. Stell dir vor, du lebst in einer wunderschönen Oase und es kommt der Tag, wo deine Oase Schritt für Schritt für Schritt zerstört wird. Ich habe es ausführlich beschrieben in dem Video Eine Zeit ohne Frieden. Hier sitze ich nun, nachfolgend kannst du es dir anhören, in meinem ehemaligen Schlafzimmer, was ich nicht mehr als Schlafzimmer nutzen kann, seit dem Zeitpunkt, als nebenan ein Badezimmer gebaut worden ist. Dieses Badezimmer wurde so gebaut, dass es schön geräumig und groß ist. Es wurde darauf verzichtet, eine Wand zu ziehen, um die Wasserrohre schön einzuwickeln dahinter. Nein, es wurden die Wasserrohre in die Wand eingelegt. Die Wasserrohre wurden durch den Schornstein nach oben geleitet. Der Architekt, der damals in den 50er Jahren dieses Haus entworfen hat, hat die Wasserrohre in die Innenwände gelegt. Es folgten sehr, sehr viele weitere Lärmbelästigung durch neue Umbauarbeiten. Wir hatten immer und immer wieder darauf aufmerksam gemacht, was leider zu dem Erfolg führte, dass weiter Terror gemacht wurde und noch mehr Krach gemacht wurde, was so umfangreich war und so ausgeufert ist, wo ich mich frage, was geht in solchen Menschen vor? Was geht in solchen Menschen, in solchen Köpfen vor? Die anstatt zu sagen, oh ja, das tut mir leid, dass sie sowas führt, wir werden das schnellstens ändern. Hinzu kommt, dass wir versucht haben, diese Riesen-Lärmbelästigung durch dieses Badezimmer zu verhindern, in schriftlicher Form, durch juristische Versuche und auch Bitten, sich das selber anzuhören. Und nein, es handelt sich hier übrigens nicht um einen Laien, der das umgebaut hat, der nicht davon weiß. Nein, es ist ein angeblicher Fachmann, der für eine Firma arbeitet. Ich möchte nur aufzeigen, was Menschen dazu bringt, die selber gestresst werden, gezwungen werden, zu etwas genötigt werden, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht möchten. Ihnen wird Angst gemacht, sie werden selber terrorisiert. Wenn sie nicht die Kraft und den Mut haben, Nein zu sagen, nein, ich mache da nicht mit, ja, dann machen sie leider mit. Und es ist ihnen dabei vollkommen egal, dass es auf Kosten von lieben Menschen geht, die somit ihre Oase verlieren, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier aufgebaut worden ist von Menschen, die den Bombenangriff auf Dresden überlebt haben. Meine Großeltern haben hier ein wunderschönes Haus gebaut. Wir hatten hier eine tolle Kindheit, eine wunderbare Zeit, auch mit unseren alten Nachbarn. Wir haben sehr viel gelacht und sehr viel Spaß gehabt, bis zu dem Tag 2007, als die Welt nicht mehr in Ordnung war und wir miterleben mussten, was Menschen durchziehen. Die, ich weiß nicht, was sind, es geht in solchen Menschen vor, die anderen Menschen ganz bewusst, ganz gezielt einen großen Schaden zufügen. Hört selber im Nachhinein rein. Das ist der kleine Vorspann und ausführlicher habe ich es beschrieben in Eine Zeit ohne Frieden. Gerade in dieser Zeit, dieser Zeit 2020, 21, kann jeder von uns sagen, ich mache da nicht mit. Aber leider machen sehr, sehr viele Menschen aus Angst mit. Und so läuft das. Jemanden anderes dazu zu zwingen, die Dinge zu machen, die ich gerne von ihm möchte. Man macht ihm Angst, man macht ihm Terror. Und genau das ist so passiert, dass wir jetzt das alles anhören müssen,
weil dem jungen Mann ganz viel selber gestresst worden ist und er keine Kraft mehr hatte, vorher sich noch gewehrt hat, immer wieder gesagt hat, hör endlich auf, sonst verlasse ich dich, wegen dir haben wir so viel Ärger. Aber er hat sich nötigen lassen, er hat das dann selber umgesetzt und hat dann lieber den Weg gewählt, auch zu diesem Negativen rüberzugehen. Und hör dir das an, ob du auch so leben musst, möchtest. Ich bin immer noch wieder sprachlos und fassungslos, dass jemand dies ganz gezielt, ganz bewusst macht, obwohl er weiß, was er uns angetan hat. Und glaubt mir, wir haben ganz, ganz viele Versuche gestartet, dass das zu verhindern ist. Aber es wurde nicht verhindert. Wir haben es immer und immer wieder versucht. Und es wurde trotzdem weitergemacht. Weil mene froh, die Ilsebill, die will nicht so, wie ich gern will. Sie wollte das eben haben und dann macht sie eben Stress, denn das, bis sie das kriegt. Und dann möchte sie ein größeres Haus haben, dann kriegt sie das. Bups, dann kriegt sie ein größeres Haus. Obwohl der Fisch im Wasser, das wurde immer dunkler und er wurde immer kränker. Und dann gefiel ihr das Haus des Königs nicht mehr und dann wollte sie das Haus des Kaisers haben. Ja, und dann wurde die See noch tosender und noch tosender und der Fisch noch dunkler und kranker. Ja, und dann wollte sie, das Haus des Kaisers war dann auch noch zu klein und dann wollte sie noch mehr Macht haben und bups, saß sie dann wieder in ihrer kleinen Hütte wie am Anfang. Ja, was geht in den Köpfen der Menschen vor, die anderen Menschen ganz gezielt, ganz bewusst großen Schaden zu fügen? Was geht in so einem Menschen vor? Was? Dieses Video ist den Menschen gewidmet, die genau solche Erlebnisse haben wie ich und meine liebe Mama auch. Wir haben jederzeit die Wahl zu sagen, ich mache da nicht mit. Und nein, ich mache da auch nicht mit. Also ausschlafen, ein schönes Leben führen hier in diesem Haus ist es nicht mehr möglich. Bei jeder neuen Umbauarbeit haben wir noch mehr Stress und noch mehr Terror gekriegt. Und eine Dauerbeschallung. Dieser schöne Raum, wo ich jetzt sitze, ist wie gesagt mein Schlafzimmer. So. Es ist schon echt toll, was Menschen mit einer Boshaftigkeit erreichen können. Hierhinter befindet nun sich das Badezimmer. Die Dusche genau dahinter. Diesen Raum kann ich als Schlafzimmer nicht mehr nutzen, obwohl ich hier schon als Kind geschlafen habe. Nur weil jemand den Willen seiner aggressiven Frau nachgegeben hat, obwohl er uns versprochen hat, nein, ja, wir haben ja vor, dass wir da ein Badezimmer hinmachen. Und weil es meine Mutti sagte, um Gottes Willen, da kann ich mir ja vorstellen, wie das wird, hat er gesagt, ihr könnt euch drauf verlassen, ihr werdet nichts hören, nichts hören, denn ich bin ja vom Fach. Der Oberhammer ist, dass dieser Mann, der dieses Unheil fabriziert hat, Sanitärfachmann ist. Ja, alles klar. Alles klar. So, und wenn man jetzt zuguckt, wie anscheinend zwei verrückte Menschen ihren Willen durchgesetzt haben und sie wollte ein großes Bad und als sie das nicht gekriegt hat, hat sie dann rumgeflippt. Wir haben es auch zum Stillschirm gebracht, dass der Oberhammer ist. Wir haben ja auch schriftlich angewiesen, er sollte sich das drüben anhören. Nichts. Sie haben es vorgezogen mit Gewalt, Wutaussprüchen und er hat ja auch Mama und mich nochmal gewarnt und hat gesagt, wir hassen euch und werden euch so lange stressen, bis ihr abgehauen und ausgezogen seid. Das waren seine Worte. Und so steht man daneben, wie der Plan ja auch zeigt, und schaut zu, wie sein Haus unbewohnbar gemacht worden ist. Von zwei Menschen. Ja, was sind das für Menschen, die sowas tun? Was sind das für Menschen, die so etwas tun? Frage ich mich. Alles draufsetzen, ihr Ziel zu erreichen, sich nach außen ganz toll zu fühlen. Wie schläft man eigentlich so? Wie schläft man oder wie lebt man so mit diesem Gefühl und diesem Gedanken? Wie? Das frage ich mich echt. Ne? Und ganz am Anfang, als sie eingezogen waren, waren ja auch schon unten im Wohnzimmer. Sie haben einfach Laminat verlegt, überall im Haus. Dann wurde eine Wendeltreppe eingebaut, wie der Plan auch schon zeigt.
In der Küche gibt's die obligatorische knallende Schublade, die immer und immer wieder geknallt wird. Natürlich hätte man das auch verhindern können. Die Terrassentür, die immer wieder zugeballert wird. Ja, und dann auf dem Dachboden kann man auch nicht mehr schlafen. Ja, da gibt's Möbelrücken, auch da liegt Laminat. Aber das Gruseligste, das Schlimme, finde ich, hinter dieser Wand, wo dieser Engel so schön lächelt. Diese Wand, wo wir jetzt täglich genau hören, was Sache ist. Und ja, es gibt einige Nachbarn, die haben da auch ein Badezimmer gebaut, aber eben halt eine Wand gezogen. Aber wenn eine Wand gezogen gewesen wäre, dann hätte ja nicht hier in die Ecke zwischen Fenster und so, passt ja wunderbar eine Dusche. Das hätte dann ja nicht mehr reingepasst. Was geht in den Köpfen von solchen Menschen vor, frage ich mich. Die ganz gezielt, ganz bewusst dem anderen einen Schaden zu fügen, nur um ihren Willen durchzusetzen. Und ja, es sollte ja dein Bad sein, es sollte ja ein großes Bad sein. Also wurde Terror gemacht. Und was für ein Terror? Ich weiß es noch, wie er am Fenster gehangen hat und ich stand unten mit einer weiteren Person, die den ganzen Verlauf mitbekommen hat. Und ich habe gesagt, er soll das anständig machen. Und dann, oh ja, dann fühlte er sich ja ganz stark von oben raus zu gucken. Und ich weiß noch, wie er dann rumflippte und mich beschimpfte mit wirklich sexistischen Äußerungen. Also mit wie, brauchst man anständigen Fick, war noch das harmloseste dabei. Was geht in so einem Kopf von solchen Menschen vor? Handelt er nur, weil er gestresst wird von dem Partner? Handelt er nur aus Verzweiflung? Aber aus Verzweiflung kann man doch Nein sagen. Man kann sagen, nein, ich mache da nicht mit. Ich mache da nicht mit. Das ist doch ein ganz einfaches Wort, ganz einfaches Ziel. Aber einfach weiterzumachen, ist das Aufmerksamkeit erhaschen? Sie wissen doch ganz genau, was Sache ist. Wir haben auch juristischen Weg versucht. Wir haben sie angewiesen und das Erstaunliche ist, immer wenn was kam, dann wurde extra Stress gemacht, noch mehr Stress gemacht und noch mehr Stress gemacht, dass wir wirklich geflohen sind, aus unserem eigenen Hause geflohen sind, geflüchtet. Ja, was geht in den Köpfen von solchen Menschen los? Warum sagt der eine nicht, dieser Mann war ja erst, ja, er tat mir am Anfang wirklich so ein bisschen leid, ab und zu schrie er, ja, wegen dir haben wir so viel Ärger, hör doch endlich auf mit dem Scheiß. Aber warum hat er gesagt, ich mache da nicht mit? Ich mache da nicht mit, ich will das nicht, ich will das nicht. Warum hat er trotzdem weitergemacht? Aus Angst vor den brutalen Übergriffen seiner Frau und sie war aggressiv. Sie war aggressiv. Wutanfälle kamen an den Tag. Wir haben das Badezimmer da drüben zum Stillstand gebracht und sie hat morgens da immer Möbelrücken gemacht. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Sie hat da im Badezimmer gestanden, in dem Rohbau und hat immer rumgeschrien und rumgeflippt. Ja, schade, dass zu diesem damaligen Zeitpunkt Internet und Co. noch nicht so weit war. Dann hätte ich locker eine Live-Schalte machen können ins Internet. Aber was geht in so einem Kopf vor, einfach weiterzumachen? Er hatte die Wahl gehabt. Wir haben ihn auch aufgefordert, kommen Sie hier rüber und hören Sie sich das an. Er hat sich geweigert. Er wusste ja auch, was Sache ist. Und dann kam es zu einem sehr, sehr großen, wirklich Vorfall, wo dann er vor Frust aus dem Haus gerannt ist, weil er seiner Frau nicht mehr die Stirn bieten konnte. Und dann kam es zu so einem widerlichen Vorfall. Dann ist sie rausgeflippt. Eine Nachbarin, die mich gerade besuchen wollte, hat sie durch den Garten gejagt. Die Frau stand dann unten hier vor meiner Küchentür, die zum Garten führt. Und die Madame, die stand da vorne, hat rumgepöbelt. Ich war selber so geschockt. Wenig später kam meine Mutter, dann ist sie auf meine Mutter los. Also diese Frau hat Wutanfälle an den Tag gelegt. Immer und immer und immer wieder. Und immer, wenn sie nicht ihren Willen gekriegt hat, ist sie ausgeflippt. Aber jetzt lebt sie ganz entspannt. Wie lebt man so? Wie lebt man so? Weil es wirklich erstaunlich war, wie jemanden Schaden zufügen kann, ausflippen kann, aber dann wenig später behaupten kann, das war nicht ich selber, die ausgeflippt ist, sondern die andere Person gegenüber ist ausgeflippt, obwohl sich Zeugen da waren. Wie kann man mit so einem Wissen trotzdem weitermachen? Wie kann man trotzdem weiter stressen und trotzdem weiter stressen? Wir haben es ja nun erlebt. Ich schlafe jetzt wieder seit ein paar Tagen hier. Ich habe mir ja mal eine Ruhepause gegönnt, weil es ja nicht mehr zu ertragen ist, dieser Krach. Die Türen flogen immer und immer und immer wieder. Es wurde mitten in der Nacht geduscht, es wird jetzt am frühen Morgen geduscht, am Sonntagmorgen um 7. Wie gesagt, es ist ein Witz. Dieser Raum ist ein Leerraum. Was geht in den Köpfen vor? Was geht in deinem Kopf vor? Warum hast du das gemacht?
Hast du das nur gemacht, weil du so gestresst worden bist von deinem Partner? Hast du das nur gemacht? Wie lebt sich das mit diesem Gefühl? Wie lebt sich das mit diesem Gefühl, jemand anders seine Oase kaputt gemacht zu haben? Hier, die Oase, wo ich schon meine Kindheit verlebt habe. Und ja, das, was uns angetan wurde, werde ich nie vergessen, denn es war so unglaublich, was ich auch ausführlich beschrieben habe in eine Zeit ohne Frieden. Ich weiß, dass wir kein Einzelfall sind. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die auch so gestresst werden von kranken Menschen, von Menschen, die, ja, meistens handeln Menschen so, weil sie vielleicht irgendwas Schlimmes in der Kindheit erlebt haben. Aber ich als Erwachsene habe doch die Wahl zu sagen, ich mache da nicht mit. Nein, ich mache da nicht mit. Ich mache kein Terror mit. Ich mache das nicht mit. Genauso wie diese Zeit das ja auch zeigt. Diese Zeit ist so gruselig. Jeder kann sagen, ich mache da nicht mit. Aber sie machen alle mit, aus Angst. Ja, das wird der Grund sein. Der junge Mann wird aus Angst das mitgemacht haben. Aus Angst hat er das mitgemacht. Aus Angst hat er das mitgemacht. Und jetzt, wenn morgens am Sonntagmorgen um 6:50 das Rollo hochgeladen wird, hochgefahren wird, was durchs ganze Haus dröhnt und alles Mögliche. Und das Erstaunliche, wirklich, wir haben es immer wieder gesagt, und trotzdem wurde das weitergemacht, trotzdem wurde das weitergemacht. Und ich werde das auch nie vergessen, als meine Mutter und ich ihn uns nochmal ja, zur Brust genommen haben, kann man sagen. Nee, zur Brust haben wir ihn nicht genommen, er stand hier bei mir im Hof. Und dann haben wir ihm das alles nochmal gesagt, warum er das mitmacht. Er hat ja die Wahl, er muss nicht mitmachen. Und da hat er dann zu meiner Mutter und mir gesagt, wir hassen euch und werden euch so lange stressen, bis ihr abgehauen und ausgezogen seid. Dann drehte er sich süffisant grinsend zu meiner Mutter um und sagte, und du wirst schon längst in der Kiste liegen, wenn wir hier noch wohnen. Tja, so sieht's aus. Ich kann immer noch sagen, ich mache da nicht mit. Aber dieser junge Mann hat mitgemacht. Dieser junge Mann hat sich umkrempeln lassen, aus welchen Gründen auch immer, ich werde es nicht verstehen. Denn er hat immer wieder, wenn es schlimme, wirklich furchtbare, schlimme Vorfälle gab, und es gab schlimme Vorfälle, wie sie im Garten ausgerastet und geflippt ist, meine Angehörigen angepöbelt hat, meine Freunde angepöbelt hat, denen gedroht hat. Ich weiß noch, in meinem Freundeskreis ist auch ein farbiger Mensch aus Venezuela. Den haben sie sogar hier vorne auf der Auffahrt aufgefangen und haben ihm gedroht, wenn er nicht sich hier nochmal blicken lässt oder hier nochmal mich besucht, dann werden sie bei der Polizei eine Anzeige machen und sagen, dass er die Tochter misshandelt hat. Und warum haben sie das gemacht? Weil er Zeuge eines widerlichen Wutanfalles von ihr hier im Garten war, wo der Mann, der dieses Bad fabriziert hat, im Wissen, dass er uns damit einen großen Schaden zufügt, zugeschaut hat, dann zum Schluss seine kleine Tochter an die Hand genommen hat und ins Haus gegangen ist. Warum hat er nicht gesagt, ich mache da nicht mit? Warum hat er mitgemacht? Warum? Aus welchem Grund hat er mitgemacht? Und wie lebt sich das? Wie lebt sich das mit dem Wissen, dass er unser Zuhause komplett zerstört hat? Wie soll man so leben in diesem Zustand? Wie soll man so leben? Übrigens, das Wasserrauschen. Dadurch, dass ja die Wasserleitung durch den Schornstein geführt ist, hört man das Wasser rauschen, auch in der Wohnstube. Man hört es in der Küche und überall. Ja, früher waren die Wasserleitungen in der Innenwand verlegt. Der Architekt hat das so gemacht. Aber wie ich ja schon so schön sagte, bei jeder neuen Umbauaktion gab es neue Lärmbelästigung für uns. Im Wohnstube wurde das Laminat verlegt, einfach nur mit Folie. Da hätte er vielleicht Platten drunter legen müssen. Dann kam eine Wendeltreppe dahin, wo das frühere Bad war. Das Trampeln, das hatte sie auch am Anfang, das war auch immer klasse. Was ist sie da hoch und runter gestiefelt? Oh mein Gott, hat sie hier Wutanfälle gehabt. Das ist unfassbar. Wie lebt so eine Frau? Merkt sie das überhaupt, wenn sie einen Schaden angerichtet hat? Macht sie es mit Absicht? Ja, sie hat es mit Absicht gemacht. Dann in der Küche, die neue Einbauküche. Die knallende Schublade, die so doll laut knallt, dass ich das Gefühl habe, dass bei mir auf der Seite die Kacheln runterfliegen. Die neue Terrassentür, die auch immer wieder willkürlich geknallt wird, nach Belieben. Und als wir gebeten haben, ein liebevolles Miteinander ist doch viel schöner, wurde es extra laut gemacht. Ja, warum hat er nicht gesagt, ich mache da nicht mit?
Und warum hat sie nicht gesagt, ich höre damit auf? Ganz einfach, weil sie gelernt hat, wenn sie mit den Füßen auftrampelt und wütend wird und aggressiv wird, kriegt sie ihren Willen. Haben wir ja nun gesehen. Sie hat ihr neues Bad. Sie hat alles, was sie wollte. Aber auf Kosten der Nachbarn. Auf Kosten der Nachbarn ein Haus unbewohnbar machen. Und wenn es nicht geht, dann renne ich zu den Nachbarn und schlag vor Wut in die Windschutzscheibe rein oder in die Scheibe des Windfanges. Vor Wut, vor Frust, weil die Tür nicht aufgemacht worden ist. Und der Sprung, der ist natürlich weitergelaufen. Wie oft stand sie vor der Haustür nach einem Wutanfall oder nach einem Ehestreit, wo der Mann geflüchtet ist? Wie oft ist sie ausgeflippt und ist ausgerastet? Aber sie fand es berechtigt. Und nun im Außen eine ganz normale Frau spielen. Was geht in so einem Kopf so eines kranken Menschen vor? Und warum hat er nicht gesagt, ich mache da nicht mit? Es ist so leicht zu sagen, ich mache da nicht mit. Und wie lebt sich das mit dem Gefühl, sein eigenes Glück auf dem Unglück des anderen aufgebaut zu haben? Wie lebt sich das damit? Es ist so leicht zu sagen, ich mache da nicht mit. Nur dieser Satz fällt so vielen Menschen schwer und sie machen dann mit. Sie machen dann mit aus Angst. Ja, vielleicht hatte er Angst, noch mehr Wutanfälle mitzukriegen. Keine Ahnung, warum er das mitgemacht hat. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Und was sagte er im April 2008 zu meiner Mutter, als er uns offenbarte, dass er hier ein Badezimmer nebenan hinbauen wollte? Und meine Mutter sagte, um Gottes Willen, da kann ich mir ja vorstellen, wie das wird. Und da sagte er nur, keine Angst, ihr werdet nichts hören, denn ich bin vom Fach. Und meine Mutter nur, na hoffentlich. Und auch im Wohnzimmer wollten sie nachrüsten und alles. Aber davon ist nichts geworden. Nichts, gar nichts. Warum hat er mitgemacht? Warum hat er nicht aufgehört oder sich hineingefühlt in uns? Ja, weil sie jedes Mal einen Wutanfall gekriegt hat, wenn sie nicht ihren Willen gekriegt hat. Mene froh, die Ilse Bill, die will nicht so, wie ich gern will. Ja, das kann man in diesem Fall auch sagen. Aber zum Schaden von uns. Warum hat er nicht gesagt, ich mache da nicht mit? Ich mache da nicht mit. Und warum gibt es Menschen, die kein liebevolles Miteinander wollen, die nur stressen und nur Gewalt auslüben? Ja, in diesem Fall fragt sich das, wer weiß, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat. Und dann als Erwachsener, ja, denn fühlen sie sich mächtig, ihre Macht auszuüben, den anderen zu stressen und zu schaden. Und wie fühlt sich das? Wie fühlt sich das an, nach außen hin, ja, eine tolle Frau zu spielen? Was habe ich erreicht? Was habe ich erreicht? Mein schickes Auto. Ja, schaut her, was ich hier noch habe. Und noch hier ist schick und das ist schick. Und es ist genauso, wenn ein Damm versucht zu brechen. Wenn ich jetzt auf dieser Seite kann ich gar nichts machen. Ich kann nur zuschauen, weil ich kann überhaupt nichts machen. Weil auch wenn ich unten im Flur stehe oder in der Küche stehe, überall ist, ja, mein neuer Wasserfall zu hören. Und jetzt ist es wieder mucksmäuschenstill. Es ist 7.42 Uhr am Sonntagmorgen, den 18.04.2021. Und um 7 fing das Spektakel am frühen Morgen schon an. Warum hat er nie gesagt, ich mache damit nicht mit? Und warum hat sie nicht gesagt, ja, stimmt, ich habe einen Fehler gemacht, ich höre auf, ich lasse mir helfen? Denn ein liebevolles Miteinander ist viel, viel schöner, als den anderen zu stressen. Nein, sie hat weiter gestresst. Sie hat weiter gestresst und gestresst und gestresst, bis sie ihren Willen gekriegt hat. Mene froh, die Ilsebill will nicht so, wie Igwen will. Und wie war das bei diesem Märchen? Ja, sie hat ja ein schönes Haus, das reicht ihr nicht. Dann hat sie ein Haus wie ein König, dann hat sie ein Haus wie ein Kaiser. Ja, und dann zum Schluss lebte sie wieder in ihrer kleinen Holzhütte im Wald. Irgendwann kommt der Tag, wo ich das ernte, was ich ausgesät habe. Drum sollte jeder sich überlegen, was er aussieht. In diesem Sinne, ich kann immer wieder sagen, ich mach da nicht mit. Lieben Gruß von Kirsten.